So, wir sind nun in Teil 2 unseres Themas U-Wert, UW-Wert. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie alle Teil 1 auch gesehen haben. Und dort haben wir gehört, was die Einheit Watt pro Quadratmeter Kelvin bedeutet. Und wir haben auch gehört, dass je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung. Ja. Diese Aussage ist zwar korrekt, aber man kann jetzt nicht sagen, je kleiner der UW-Wert, je besser das Fenster. Ja, weil man muss einfach wissen, es gibt auch andere Kennzahlen beim Fenster, nicht nur der UW-Wert. Und ich empfehle allen, die neue Fenster kaufen, sich auch mit dem Thema G-Wert und Lichttransmission zu befassen. Der G-Wert, ein kleines G, gibt den Energiegewinn an. Energiegewinn, weil ein Fenster hat eine Glasscheibe und ein Fenster ist auch das einzige Bauteil, das nicht nur Wärme verliert, sondern auch Wärmeenergie gewinnt. Und dieser Energiegewinn wird angegeben in Prozent. Ja? Und so eine Verglasung hat dann eben nicht nur einen UG-Wert, also sprich den Wärmeverlust, sondern auch den G-Wert, den solaren Eintrag. Und der beträgt zum Beispiel bei einer Zweifachverglasung ca. 60 bis 64%. Das heißt, 64% der Sonnenenergie, die tagsüber, wenn die Sonne scheint, auf die Scheibe auftrifft von außen, wird auch nach innen in den Raum weitergeleitet und hilft dort Heizkosten zu sparen. Ja, und dann haben wir noch als dritte Kennzahl unsere Lichttransmission, LT, Lichttransmission. Auch die wird in Prozent angegeben und die liegt in der Regel zwischen 80 und 85%. Bei der Zweifachverglasung und bei der Dreifachverglasung liegt die bei 75 bis 78%, so in dem Bereich. Ja. Das heißt, 75% des Tageslichtes, das auf die Scheibe auftrifft, wird auch an den Raum weitergeleitet und sorgt dort für natürliches Tageslicht. So, das muss man einfach wissen, je besser die Wärmedämmung der Scheibe, also je kleiner der UG-Wert, desto schlechter wird in der Regel die Lichttransmission und der G-Wert. Und man kann jetzt nicht sagen, je kleiner der U-Wert, je besser das Fenster, sondern es kommt darauf an, wie jemand besser definiert, ja, was genau das Ziel ist. Wenn das Ziel des Fensters eben ist, möglichst viel Tageslicht in den Raum zu bringen, dann nehme ich halt ein Fenster mit einer hohen Lichttransmission. Da bleibt vielleicht der U-Wert etwas auf der Strecke. Wenn mir der solare Eintrag wichtiger ist, nehme ich eine Glasscheibe mit einem sehr, sehr hohen solaren Eintrag. Und wenn mir die Energieeffizienz insgesamt am wichtigsten ist, ne, dann nehme ich ein Fenster mit einem sehr guten U-Wert und trotzdem noch einem guten G-Wert und einer guten Lichttransmission. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, steht Ihnen Hilsinger für weitere Auskünfte sehr gerne zur Verfügung. Sie können auch einen unserer 800 Partnerbetriebe fragen, in Deutschland und der Schweiz. Informationen finden Sie auch bei uns im Internet unter www.hilsinger.de. Viel Spaß beim Fensterkauf. Dankeschön.